miasto dzieci to jest dziecięce wyobrażenie o dorosłym świecie. Kim jesteś w tej godzinie? Taksówkarzem. Jubilerką. Jestem pracownikiem Urzędu Pracy. Osoba pracująca w banku. Dzieci mają tutaj stworzone miasteczko. Miasteczko, które ma działać jak dorosłe miasto, czyli dzieci pracują, dzieci zarabiają pieniądze, jest urząd pracy, zakład oczyszczania miasta, przedsiębiorstwo taksówkowe, są bary, stolarnia, piekarnia, są wszystkie instytucje takie, jakie w miastach są potrzebne. Die Kinder können hier ausprobieren, wie es ist, in einer Welt zu leben, die sie selber gestalten. Sie können hier Rollen ausprobieren auch. Wie ist es, wenn man verantwortlich ist, auch für andere Kinder? Wie ist es, als Kind Bürgermeister zu sein, Ansprechpartner zu sein, auch der zu sein, der auch mal den Zorn der anderen rückgemeldet bekommt? Wie ist es, Polizist zu sein und da ernst genommen zu werden oder auch nicht ernst genommen zu werden? Die Kinder können hier in ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen und in einem geschützten Rahmen sich ausprobieren. Du bist dann Pratze? Tak. Bardzo, bardzo uwielbiam. Der Beruf macht mir eigentlich sehr Spaß. Und wir machen tolle Sachen. Bo jest taka rozwojowa i jest naprawdę fajna. Podoba mi się, tylko mogliby trochę więcej płacić. Dzieci każdy dzień pracy kończą spotkaniem obywateli miasta. Spotykamy się całą grupą i dyskutujemy o tym, co należy poprawić, co było w porządku, co jeszcze nam by się przydało. Dzieci zgłaszają swoje propozycje. Zasadniczo staram się nie ograniczać w ogóle w żaden sposób inwencji dzieci. One mają to rozwijać, one mają realizować swoje marzenia o tym, jak powinien wyglądać dorosły świat. Die Kinder merken relativ schnell, was sie auch für Freiräume haben. Es gibt auch so Räume, wo sie merken, ah, hier können wir rein, hier haben wir eine gewisse Gestaltungsspielraum. Und so wurde vom ersten Kinderstadttag bis zum letzten Kinderstadttag das Gehalt Stück für Stück verdoppelt. Und das ist interessant zu erleben und dann auch für uns die Herausforderung, wie reagieren wir drauf? Wir hatten vor Jahren einmal die Situation, dass die Gehaltsentwicklung noch krasser war und wir überlegen mussten, was machen wir? Und wir haben dann entschieden, okay, wir müssen den Kindern zeigen, man kann das Gehalt nicht endlos steigern und haben gesagt, die Bank ist pleite. Und es gab kein Gehalt mehr für niemanden. Und sehr schnell hat die Bürgerversammlung entschieden, die Gehälter wieder zu kürzen. Und so versuchen wir den Kindern auch Freiraum zu geben, aber auch zu zeigen, was sind die Konsequenzen von Entscheidungen, die sie treffen. Kolejnym przejawem tych obywatelskich trendów jest właśnie to, że w każdym tygodniu jest wybierany burmistrz. Chłopcy, dziewczęta przeprowadzają kampanię wyborczą. Burmistrzów mamy dwóch. Jest jeden niemiecki, jeden polski i to wcale nie znaczy, że niemieckie dzieci głosują na niemieckiego burmistrza, a polskie na polskiego. Ich glaube, dass das Projekt einen guten Beitrag dazu leistet, dass sie aufeinander zugehen und im Miteinander tun, sich einfach erleben und Vorurteile abbauen können. Es passiert weniger über Sprache, sondern eher über, also handlungsorientiert, indem Kinder beim Bäcker nebeneinander stehen und Brötchen formen, lernen sie einander kennen und merken, der Mensch, der auf der anderen Seite des Flusses Neiße lebt, ist ein Mensch wie ich auch, mit vielleicht den gleichen Interessen, vielleicht auch den gleichen Sorgen, das kann es auch geben. Und über Sprachanimation, auch über auch manchmal über Missverständnisse entstehen witzige Situationen. Wir hatten zum Beispiel bei dem Kerzenziehen ging es viel um Bindfäden, Schnurek. Und einmal hat sich jemand versprochen und hat gesagt Jurek. Und Jurek und Schnurek, ja, das kann dann übersetzt werden. Was das heißt, war ein ganz witziges Missverständnis, was auf allen Seiten dann zu Lachen geführt hat. Czy będziecie za dwa lata w mieście dzieci? Jasne, że będę. Tak. Na pewno przyjdę. Na pewno. Mein Wunsch für die Kinderstadt ist, dass wir es schaffen, beim 9., beim 10. oder beim 11. Mal diese Kontinuität zu erhalten, dass nach wie vor Kinder die Möglichkeit haben, so etwas zu erleben, eine Stadt selbst gestalten, eine Stadt selbst regieren auch und dass sich immer wieder aktive Menschen finden, also Mitarbeiter finden, Ehrenamtliche, Hauptamtliche, die sagen, ja, ich komme für zwei Wochen hier nach Görlitz, egal woher aus der Welt, ob aus Görlitz, aus Görlitz oder aus anderen Ländern. Dann auch internationale Wörter, die herkommen und sagen, ja, wir wollen das für Kinder möglich machen, weil für die Mitarbeiter ist natürlich auch eine Herausforderung, in diesem freien Umfeld zu agieren
Dinge zu lenken und zu gestalten. Das wäre mein Wunsch, dass es die Kinderstadt gibt, sie kontinuierlich weitergeht und sich immer wieder Mitarbeiter finden, die sagen, wir wollen in diesem Konzept arbeiten und den Kindern zwei tolle Wochen im Sommer ermöglichen.